Alter! Yo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Elemental Clash. Es gibt 4 unterschiedliche Teams, Wasser, Erde, Wind und Feuer. Und wir sind in dem Team Wasser. Dabei sind Overspace Gamer, It's Rage, Sanox Zockt FX und FX Gamer, natürlich auch ich dabei. Und ja, das ist ein PvP-Projekt. Und ich habe schon die erste Folge, also ich habe schon Folgen aufgenommen. Aber ich habe leider falsch das beim Auf beim Aufnehmen gedrückt. Und das heißt, ja, wir haben das alles jetzt nicht mehr, aber gut. Ich hoffe, dass es trotzdem hier okay ist. Und zwar ist das ein PvP-Projekt im ersten Sinne, habe ich jetzt so verstanden zumindest. Und wir haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Team Feuer zum Beispiel kann Gegner anfackeln, wenn sie wenn sie uns schlagen, brennen wir. Dafür das Team Wasser kann schneller im Wasser sein und kann unter Wasser atmen. Das Team Erde hat 2 Herzen mehr und Erze werden direkt geschmolzen. Und das Team Wind kann Doppelsprünge, also 2 Blöcke hoch anstatt 1 Block, und kann dazu auch noch achso, da ist Diorit, okay. Ja, dann kommen wir hier, jawohl. Hier habe ich mich nämlich jetzt hochgebaut gehabt, weil ich nach oben wieder wollte. In den Folgen, die ihr jetzt leider nicht sehen könnt. Denn ich habe mich hier, das brauchen wir jetzt auch alles wieder. So. Und ja, dazu kriegen die keinen Fallschaden. Also, wir sind das Team Wasser. Finde ich eigentlich ganz okay. Und mein Mining Level ist jetzt auch auf Level 6, okay. Dann bauen wir hier mal weiter Kohle ab ein bisschen. Und hoffen, dass wir gleich Eisen direkt bekommen. Der Timer läuft auch. Es wird jetzt wohl jeden Tag eine Folge kommen. Mindestens 3-mal die Woche muss eine Folge kommen. Ich muss mal gucken, wie ich das machen werde. Und ich spiele mit dem Specs Weihnachts Texture Pack. Und ich baue mich hier jetzt einfach mal gerade durch und hoffe mal, dass wir hier irgendwas Gutes finden. So. Eisen wäre jetzt natürlich gut. Weil wir haben überhaupt kein Eisen mehr und ich glaube, ich habe auch schon alles aus der Höhle da mitgenommen gehabt. Da ich in der letzten Folge auch noch dann gestorben bin, beziehungsweise im letzten Aufnahmeversuch, den ich hatte. Und ja, das ist echt blöd gelaufen. Ich hatte sogar einen Gast dabei, das war alles wunderschön. Aber die Folgen habe ich einfach vergessen aufzunehmen. Gut, Fackeln haben wir auch nicht mehr. Gut, dann machen wir welche. Zack, zack, zack. Zack. Jetzt sieht man ja auch, dass schon relativ viel ausgeleuchtet ist. Oh, ein Zombie. Frohe Weihnachten, Zombie! So, wir haben Essen. Das ist schon mal gut. Was ist hier unten? Gar nichts mehr, genau. Oh, Mann. Ich hoffe einfach mal, dass wir hier relativ schnell jetzt noch wieder alles bekommen, weil ich war schon full Iron. Das ist echt ärgerlich, dass zum einen die Aufnahme nicht geklappt hat und zum anderen auch. So. Oh. Und zum einen auch, dass wir hier einfach nicht. Achso, hier war auch Ende, okay. Und zum einen halt, dass ich gestorben bin. Am Ende. Aber gut. Es ist auch Offscreen-Spielen erlaubt, das heißt, es könnte auch mal sein, dass ich immer mal wieder
zum Farmen einfach warte und dann halt offscreen farme. Weil das ja um einiges schneller geht. Aber gut. Viel kann ich eh nicht machen, weil wir haben eine begrenzte Zeit. Das seht ihr hier auch. Du darfst noch 30 Minuten auf dem Server spielen. Jeden Tag darf man nur 30 Minuten spielen. Und die werde ich eigentlich immer in die Aufnahmen stecken. Denke ich zumindest mal. Und wir haben zumindest ein bisschen was jetzt gerade bekommen an Eisen. Aber das reicht natürlich nicht. Deswegen müssen wir ja mal gucken, ob wir hier oben vielleicht noch irgendwo weiterkommen, wo wir noch nicht waren. Ja, hier. Zack. Zack, zack. Cobblestone. Eine Schaufel. Und das war's auch erstmal. Oh ne, die nehmen wir natürlich wieder mit. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir gar nichts. Okay. Da haben wir schon mal Kohle. Aber das kann es ja wohl hier nicht gewesen sein. Wohl doch. Mist. Die Kohle nehme ich jetzt nicht mit. Jetzt bin ich beleidigt. Aber hier haben wir noch ein bisschen was. Uiuiuiuiuiui. Das Weihnachtsskelett greift uns an. So, und da haben wir wieder ein paar Knochen. Und immer mehr Eisen. Das ist wichtig, dass wir schön viel Eisen kriegen. Denn falls wir mal kämpfen sollten, brauchen wir auf jeden Fall gute Ausrüstung. So. Oh ne. Zack. Okay. Okay, wisst ihr was? Wir machen mal ein bisschen Eisen. In der Zwischenzeit leuchte ich hier mal ein bisschen aus. Oh. Wir haben ein Emerald. Das ist schon mal nice. Wir haben gleich einfach schon wieder kein Essen mehr. Das wird interessant, was wir dann am Ende machen werden. Oh ne. Hä? Ich verstehe nicht, was ein Socket ist. Gravel. So. So, jetzt haben wir ein bisschen Eisen. Jetzt können wir uns mal schon mal eine Eisenspitzhacke machen. Und ein Eisenschwert. Zack, zack, zack. So. Das packen wir einfach mit da rein. Wir sammeln jetzt einfach das Eisen, was wir hier irgendwie kriegen und machen das direkt. Zack. Was haben wir hier unten noch? Eine Spinne. Und ein Weihnachtscreeper. Oh, er hat eine Goldhose gedroppt. Okay. Gut, dann haben wir zumindest mal eine Goldlegend. Dings. Wo komme ich hier eigentlich nochmal her? Ich weiß nur noch, dass ich hier auf einmal irgendwann mal drin war in der Höhle. Und dass ich mich irgendwo runtergebaut habe. Aber wo das war, keine Ahnung. So. Ist hier oben vielleicht noch irgendwo was? Nein. Okay. Und wir können irgendwie sprinten, auch wenn wir keinen... Ach komm, wir müssen es jetzt essen. So, ich würde eigentlich mal sagen, wir gehen einfach wieder an die Oberfläche. Wir haben zumindest ein bisschen Eisen. Daraus können wir uns ja schon mal eine Chestplate machen. Und versuchen jetzt einfach mal so schnell wie möglich wieder an die Oberfläche zu kommen, dass wir Essen bekommen.
Und wenn wir das Essen bekommen, dann, ja. Dann haben wir Essen, das sollte schon mal ganz okay sein. Wieso ist hier. Nee, irgendwo hier bin ich doch rausgekommen. Bin ich hier irgendwo? Ist ja auch egal, ich baue mich jetzt hier hoch. So. Sogar so richtig anfängermäßig. Einfach so nach oben. Zack, zack, zack. Zack. So, damit wir auch mal sehen, was wir hier abbauen überhaupt. Wir bauen hier aber nur Stone ab, das ist schon mal gut. Und hier sind. Wieso steht da Gamma HD.Netzwerk? Okay. Da habe ich gerade drauf gespielt. Warum steht das da immer noch? Mano, egal. So. Es könnte natürlich auch mal sein, dass wir hier vielleicht Glück haben und Eisen noch so finden. Aber okay. Wenn es nicht so sein soll, dann soll es nicht so sein. Aber wir müssen an die Oberfläche. Wir brauchen nämlich wieder Essen. Na los. Ah, Mann. Okay, Mining Level 15 sind wir hier schon. Zack, 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 zack. Oh. Oh, ich höre Lava. Verdammt, ey. Warum ist da bitte Lava? Alter! Wo bin ich hier gelandet? Hallo? What the fuck? Okay. Ja gut. Wenn die das sagen, dann ist da wohl Lava. Aber gut, wir brauchen Essen. Essen, 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 Essen. Pilze können wir abbauen. Können wir mitnehmen. So, jetzt kriegen wir langsam Schaden. Aber wo sind denn Schafe? Schafe können doch auch uns helfen. Ach ja, hier liegt übrigens überall kein Schnee. Das ist alles nur Stört. Gras ist das alles. Da. So, zack. Zack und zack. Komm schon. Da ist noch ein Schaf. Da ist noch eins. Das ist alles überlebenswichtig. Das ist so gut, dass die jetzt auch inzwischen Nahrung geben. Was war das denn jetzt gerade? Oh, da hinten ist Zuckerrohr. So, Zuckerrohr kann man immer gut gebrauchen. Vielleicht bauen wir ja bald schon einen Verzauberungstisch oder was auch immer. Ich weiß es ja nicht. Und vielleicht können wir da guten Zuckerrohr gebrauchen am Ende. Und ist auch Lehm.
Und so, jetzt haben wir zumindest wieder Essen. Oh ja. Wir gehen noch hier. Ja. Jawohl. Und hau noch mehr Eisen rein. Ist zwar nicht mehr das meiste, aber egal, wir haben wenigstens Eisen. Und können nochmal da reingucken, ob wir hier vielleicht noch irgendwo Eisen so direkt an der Oberfläche haben. Naja, zumindest Kohle haben wir hier direkt an der Oberfläche. Und wir müssen bald wirklich einfach wieder unter die Erde. Okay, und 15 Minuten sind auch um. Ich hoffe einfach mal, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und damit schreibt mir auch mal in die Kommentare, was ihr von dem Projekt haltet. Und damit sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Panda.